Ofen, Freunde. Ich bin hier nicht bei einer Restauration eines irgendwelchen Ofens, sondern das ist meiner. Das ist der Alpenstock 2. Wir stehen hier in meinen heiligen Hallen und ich habe die Aufgabe meiner lieben Frau bekommen, doch jetzt bitte endlich dafür zu sorgen, dass der Ofen aufgebaut wird. Weil wir sind umgezogen und naja, wie das immer so ist. Die Männer wissen, was ich meine, die Frauen auch, beide aus unterschiedlichen Richtungen. Die Sache ist, ich wollte euch ein bisschen was zeigen. Und zwar, ich habe den jetzt einmal komplett auseinandergenommen. Ja, ist ein bisschen unspektakulär. Aber was sich hier eben zeigt ist, na, ihr habt hier überall Korrosion. Hier. So, ich habe das natürlich jetzt schon mal ein bisschen runtergeschliffen. Und hier im Türbereich stürzt mich auch. Das werde ich also nachlackieren. Ich habe jetzt nicht keinen Kameramann dabei. Auch die Tür innen werde ich nachlackieren. Aber ich zeige euch dann das Ergebnis oder vielleicht ein Zwischenvideo. Aber ich habe hier nichts, wo ich das Telefon hinstellen kann etc. Aber ich versuche mal, euch ein bisschen was zu zeigen. Innen mache ich das aber nicht. Also den Innenraum von Rost zu befreien oder Korrosion zu befreien ist doof. Macht keinen Sinn und ich auch erklärend dazu, es ist völlig normal. Ja, also weil der Ofen natürlich in den Abkühlprozess auch in die Kondensationsphase gehen kann, je nach Einbausituation, je nach Witterung, kann das immer passieren und der stand jetzt zusätzlich noch ein halbes Jahr ungefähr einfach nur rum. Hier bei mir in der Halle, wo nicht geheizt wird, dann kann das immer passieren. Ist aber nicht so schlimm. Ja, das macht überhaupt nichts. In der Konstellation. Das ist alles völlig intakt und das ist oberflächlich. Ne? Das wird ein bisschen weggeschliffen, ordentlich sauber gemacht und gut. Ich melde mich zwischendurch, weil ich muss jetzt noch hier die Topplatte und den Feuerrost sauber machen. Die Umlenkplatte bzw. die Heizgaskuppel hier, die ist schon sauber. Gut, bis nachher. Wir sind einen Schritt weiter. Tür ist abgeklebt, Typenschild ist abgeklebt. Ja, hier ist ein bisschen geschliffen. Also das ist jetzt, also, das kann man noch besser machen. Das gebe ich gern zu. Für mich ist das jetzt eher aber nicht wichtig, sondern ich will einfach nur ein bisschen, dass das im Wohnraum da jetzt nicht ganz so schäbig aussieht. Also normalerweise müsste man es jetzt nochmal gründlicher schleifen und dann auch vielleicht nochmal ordentlich reinigen. Ich habe das jetzt alles sehr oberflächlich getan. Das ist nicht so schlimm. Für mich, aber normalerweise macht man es anders. Das ist gereinigt. Auch da ist es jetzt nicht porentief rein. Alle anderen Teile auch. So, beim Lackieren, da ist der Lack. Immer darauf achten, da liegt der Föhn. Da ist er. Dass man das Material heiß macht, warm macht. Sonst ist das mit dem Auftrag blöd. Ich zeige gleich das Ergebnis. So, die Ergebnisse. Bänder habe ich schon abgezogen. Im Detail, also wenn ich jetzt hier ehrlich bin, natürlich hier so am Rand und so, das ist natürlich noch nicht so, wie ich das wollte oder wie ich das eigentlich machen würde. Aber wie gesagt, das ist hier für mich und ich bin da jetzt nicht so, dass ich da, weil es wird eh wieder natürlich schmutzig und auch rostig werden. Also es ist erstmal Momentaufnahme. Aber dafür, dass man jetzt hier nur, ich sage jetzt mal ungefähr eine Stunde für den Ofen investiert hat, ist das Ergebnis eigentlich ziemlich gut und ich hoffe, morgen berichte ich dann vom Anschluss. Es ist nicht ganz einfach in der Situation, wo ich mich da befinde. Wahrscheinlich muss ich schräg bohren, aber wir werden sehen. Jetzt seht ihr hier das Endergebnis sozusagen. Der Ofen in der Wohnstube. Ich gehe mal ein Stück zurück. So. Der passt hier ganz gut rein. Ich filme jetzt aber nicht meine ganze Bude. Ihr solltet ja nicht alles wissen von mir. Aber mal hier hinten geguckt, wie man sieht, schräg gebohrt, musste ich. Und das hier, dieser Abstand hier, der ist nicht ganz so gewollt gewesen. Allerdings ist mir beim Bohren, das ist hier Ständerwand, die Krone nach, in dem Fall rechts, weggebrochen. Hier hatte ich nur mal geguckt, wo der Schornstein ist, weil die haben hier eine sehr, sehr große Luftschicht gelassen zwischen Wand und Vorbau. Naja, und das muss man alles, also das Ding ist jetzt von hier oben,
hier hinten hin, hier und nach unten komplett zugedämmt. Da ist überall Stempwolle rein, Steinwolle. Damit wir da keine Schwierigkeiten kriegen, dann natürlich das Wandfutter eingemörtelt, das Übliche, und das alles noch mit Mörtel abgezogen. Das ist das, was jetzt hier drüber hängt. Hier mache ich jetzt einfach eine Rigipsplatte drauf. Ja, dann wird das angespachtelt und, also, Entschuldigung, jetzt. Hier mache ich komplett eine Rigipsplatte drauf, angespachtelt, und dann sieht das wieder hübsch aus. Aber nicht sofort. Ja, das ist zum Endergebnis. Ja. Unspektakulär, aber man hat es mal gesehen. Ich blende mal ein paar Bilder ein von der Montage. Das sind nur so 3-4 Bildchen, damit ihr mal seht, wie das aussah, als es offen war.